So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Unlucky Nerds, euer Xodus hier, hör auf zu lachen. Ich zieh jetzt knallhart durch, es ist mir scheißegal. Ihr seht mal wieder was Neues hier und zwar ein Spiel aus dem Free-to-Play-Bereich, nämlich The Hunter. Und es wird fleißig hinter dem Dixie-Klo gelacht. Ja, wir gehen jetzt ein bisschen auf die Jagd. Ich habe mir dazu drei wackere Gestalten mitgenommen. Zum einen den Karnwulf, den kennt ihr ja schon. Jo, da ist er am Start. Du Moin, hast moin, vergessen zu Leute. winken, Mann. Da ist er. Nein, hier bin ich ja. Jawohl, wunderbar. Ja. Dann den Sehr schön, Knorke. stell mich mal neben dich, ja. Ja, mach mal. Dann den Knorke. Jawohl, ganz cool. Gestern auf der, jawohl, gestern auf der Jagd kennengelernt und ich habe gestern so viel gelernt wie noch nie in dem Spiel. Und zu guter Letzt heute kennengelernt den Feunet. Wunderschön. Ein wunderschön. Weißt du, wie man winkt? Okay, anscheinend nicht. Knöpfe Ja. gedrückt, aber macht nichts. Ja, der Knorke, der hat hier den Plan aufgestellt und der erzählt jetzt mal ein bisschen was dazu. Ich. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, ich Komm. muss hinterm Baum, ich bin gar nicht da. Ich bin ein Baum, ich bin ein Baum. Dieser Knorke Ja, ist und den Knorke zwar gar nicht mehr. wollen wir heute mal auf erfolgreiche, ich hoffe doch mal erfolgreiche, und Bärenjagd gehen, um mal unsere Bärenstopper auszuprobieren. Ein paar Genau, Leckerbeißen. ihr habt ja die neuen Waffen dabei. Wo sind wir hier? Wir sind hier Auf in Red Red Feathers Feather Falls Fall. an der Trapper's Rest Lodge. Trapper's Rest Lodge, genau. Und der Plan ist, wir ziehen in zwei Teams los. Einmal Sven und ich, also Karnwulf und ich, und einmal Feunet und Knorke, damit wir mehrere Tiere in verschiedenen Bereichen jagen können. Und weil es einfach blöd ist, wenn wir alle vier auf einen Bären schießen. Wäre ja auch ein bisschen unfair. Ja, und ich würde einfach sagen, wir starten jetzt einfach mal, oder? Genau. Dann machen wir uns mal los. Dann würde ich jetzt mal sagen, ein dickes, fettes Waldmann-L an alle. Genau, Könntest du mal die Störgeräusche lassen? Waldmanns Rausch. Ja, ich weiß Waldmannsrausch, nicht. genau. Ja. Das hört sich an wie russische Störgeräusche. Wenn nicht, dass das hier ein Spion ist oder so. Ja, ich Ich weiß glaube schon schon, nicht, ja. ja. Ich sehe hier so Klamotten an, ja. Denk dran, es sind drei Waffen auf dich gerichtet. Egert, Werner, die Russen sind da. So, also Team B bestehend aus Feunet und Knorke, die gehen nach oben, nach Norden. Nordöstlich, um genau zu sein, ja. Nordosten? Nordost, ist das Nordosten? Ja, ist Nordosten, oder? Nie ohne Seife waschen. Ja, ist Nordosten. Und Karmulf und ich, wir schlagen Genau. uns südwestlich durchs Ich. Sumpfgebiet. Genau, wir gehen durchs Sumpfgebiet. Genau, ja. Und damit das jetzt hier nicht eine Stunde langweiliges Video ist, sehen wir uns dann, sobald es spannend wird. Bis gleich. Ja. Ich höre ehrlich gesagt gar nichts. Aber ich habe Video mal wieder angemacht, ja. Weil der Karwulf hat schon was. Ah. Ich glaube, es ist. Ja, das war wirklich einer. Der ist aber für Das war noch ein Bär oder so. Nein, das war ein Elch für Team Nord. Ihr geht gerade Ja, genau drauf und ist zu. hier ein Elch. So voll in meine Hocke gehen. Hey, wir sind auch gar nicht losgegangen und die hauen schon richtig rein hier. Ja, so muss das. Oh. Irgendwann habe ich Oh, eine männliches Soundschleife anscheinend von diesem Exemplar. Elchbrüller eben gehabt die ganze Zeit und habe die ganze Zeit dieses Elchbrüllen hier hinten gehört. Wer ist das? War jetzt irgendwie ein bisschen buggy. Keine Ahnung. Egal. Oh, ihr habt Hab ich mehrere, schon wieder. glaube ich. Ja. Ja. Wir ziehen Sollte einfach mal vor sein, wo weiter. ich sehe. Nö. Genau, und unser Elch ist Oh, nämlich da unten am ruhig stehen Ufer bleiben. irgendwo. Da kommt ein Männchen direkt auf uns zu. Siehst du ihn? Ne. Und guck in meine Richtung. Den müssen wir jetzt aber erlegen, weil der sieht uns gleich. Ja. Siehst du ihn? Ja. Also ich mache auf jeden Fall schon mal dieses große Freies Neutralisierungsschild dran. Schussfeld habe ich nicht. Ich schieße. Boom, da Bam. liegt er. Echt? Ja, Das war GZ. der Bärenstopper. Na gut, Wirklich. in diesem Fall ein Elchstopper. Habt ihr einen, ja? Ja, sicher. Männchen oder Weibchen? Männchen. Männchen. Oh. Urus, du bist bei mir? Ja, ich bin hinter dir. Sauber. So, voll, dann stell dich mal dahinter. Machen wir mal ein schönes Foto. Ja, die Fotos Guck werde gerade ich mal kurz auf. dann hier zwischendurch noch einfügen. Guck mal kurz auf die Boah. Map. Naja, 36,4 Körper, geht linke so. Lunge, dritte Halswirbel, Schulterblatt, Lunge. Alles Lass uns zerfetzt. mal hier rüber, Xodus. Das Ding. Okay.
Ah, stell dich mal dahinter an seinen Rücken. 133er Skill. Da haben die Jungs schon mal ihren ersten Elch. Gut, die genau. Leute sehen es nichts davon, weil das ist die andere Gruppe, aber... Ich lasse mir gleich ein Bild zukommen und dann fügen wir das einfach hier ein. Machen wir so, ne? Okay, ja, dann melden wir uns wieder, sobald wir das nächste Tier haben. Dein Kopf ist nicht mit drauf. Ja, ich hätte schneller schalten müssen. Ja, sorry, aber der war wirklich... Alter, ich hab doch gerade ein Geräusch gehört. Ja, ist ein Männchen, Hirsch. Ja, sehr schön, sehr schön. Guckt dir an, das gute Exemplar. Sollen wir direkt ein Foto machen, oder? Da mache ich auf jeden Fall ein Foto von mit uns beiden. Boah, ich hab nur die Wirbelsäule hinten getroffen. Ich hab durch die Wirbelsäule geschossen, ey. Oh. Aber eine schlechte, 63,1, da mach ich mal einen Trobby-Shot. Jo. Stell dich mal auf die andere Seite, Xaudas. Okay. Und zwar hier so hin, also hier hinter den Hirsch, würde ich sagen, so, oder? Warte mal, ich guck mal kurz. Hier, oder was? Hier? Ja, warte, ich stell mich auch in Position. Setz du dich hin, ich mach das schon, ich stell mich hier hin. So, sag Bescheid, weil dann mache ich den Bogen so auf Anschlag. Okay, warte. Mach mal den Bogen auf Anschlag. Ja, und Foto gemacht, sauber. Sehr schön. Ja, Mann. Ja, hast du sehr gut gemacht. Naja, ey, das war jetzt wirklich, ich konnte jetzt echt, ich habe ihn zwar noch gescannt, glaube ich, aber ich habe noch so lange gewartet, wie es ging. Du hast gesehen, der ist gerade gesprungen und da habe ich geschossen erst. Ey. Ja. Ich habe wirklich so lange wie möglich gewartet, ey, also. Ja, sauber, den haben wir. So, ja, hat Team A auch sein erstes gültiges Tier. Richtig, und wir führen auch. Wir führen. Wo siehst du das denn? Drück mal F3, dann geht so eine Tabelle auf, ja. Dann siehst du Team Alpha, Team Bravo und dann siehst du höchster CSS. Ja, sehe ich. Ja, sehr schön. Und Gesamt-CSS. Ja, machen wir quasi so eine Art Wettbewerb hier. Genau, und umso höher der CSS, umso besser. Okay, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Tier. Ich, männlich. Ja, sehr schön. Warte mal, den will ich mir mal angucken. Ja. Wo läuft denn der rum? Sag der ist hier in meine Richtung, wo ich gerade hinziehe. Unten am Ufer. Ach, da unten irgendwo? Ja, jetzt siehst du nicht, der ist gerade hinterm Gras. Ach, da unten, ja, ich sehe ihn, alles klar. Aber du musst den mit der Schrotflinte. Ach nee, du hast ja jetzt auch das Gewehr. Ich hatte auch das dicke Gewehr. Ich hab das gehört, Knorke. Schnapp's. Warte mal, ich krieg noch nicht rein. Wir müssen auf jeden Fall näher ran, der geht rüber auf die andere Seite. Lass uns mal näher ran. Ja, wieso? Ich kann doch von hier aus schießen, ich hab freies Schussfeld. Ach. Ja, aber das ist zu weit. Also sicher? Du solltest schon ein bisschen näher rangehen. Ja. Du kannst, aber da musst du auch höher anvisieren, weil du hast auch Ballistik drin und die ganze Scheiße, okay. Weißt du? Nicht, dass der jetzt wegläuft, ey. Der bleibt stehen. Also der kommt in unsere Richtung. Ja, warte mal. Da kann ich aber das Nostra Ballistik nehmen, ne? Auf das. Hirsch? Ja, klar. Da kannst du nehmen. Dann ist er. Jetzt will ich ihn versuchen zu scannen. Kann ich von hier aus auch schießen? Kannst von hier aus schießen, aber warte, sag Bescheid. Jo, mach. Ja, Atem warte. Anhalten. Beim Zielen. Ja, aber ich sehe den noch nicht. Hm. Muss ich den jetzt nochmal rufen? Ich schieße auf den Brustkorb, ne? Kannst du? Ja. War das Ding, Achtung. Was ich da ausgerüstet habe, oder? Nee, warte. Okay. Warte. Ich will noch mitvisieren, für den Fall, dass er wegrennt. Okay. Weil die Elche sind echt krass. Die rennen auch noch ein paar Meter, wenn du den ins Herz getroffen hast. Warte mal ganz kurz, ich muss mal eine andere Position hier, warte mal. Der rennt ja nicht weg, der Elch. Meine Position ist einfach scheiße, wo ich gerade sitze. Okay, ich will einfach nur sie jetzt halber draufziehen, weil sonst rennen wir Kilometer hinter dem her, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, ey. Aber ich geh mal hier auf den Felsen drauf. Jetzt dreht er sich weg, ey, die Sau. Er kommt direkt auf uns zu. Nee, der geht weg. Ach so, ja, stimmt. Ja, scheiße, ich muss warten, bis ich den wieder von der Seite krieg. Weil wenn ich jetzt schieße, schieße ich durch den ganzen Elch durch. Warte mal, ich habe Elchpisse hier. Ich sprühe mal Elchpisse an den Baum. Zerschießen ihm einfach die Lungen und dann ist gut. Ja, aber du kannst, wenn ich den Arsch hinten drauf habe, sehe ich die Lungen nicht. Das ist richtig. Alles klar, ich bin jetzt gesprüht, mal gucken, ob es mitkriegt. Dann versuch die Wirbelsäule zu treffen. Dann rennt er auch nicht weg. Okay. Schön von oben in den Rücken rein. Okay, ja, das könnte ich hinkriegen, sobald er hinter dem Baum weg ist. Mhm. Boah, ich wackel so mit dem Gewehr. Du musst Leertaste gedrückt haben. Ja, ja, aber erst soweit ich weiß, ob ich schieße. Was ist denn der Lochbild für einen Schwarzwedelhirsch? Der Hirschrufer. Dir, ne? Ja. So, jetzt habe ich ihn gleich wieder von der Seite. So, warte, jetzt muss ich eben weg. So, Achtung.
Ich versuche. Ah, das ist ja wohl unglaublich. Ich versuche einfach auf die Wirbelsäule zu schießen. Hast du drauf? Ne, warte mal, jetzt. Ne, jetzt hab ich ihn nicht mehr. Jetzt ist er hinter am Baum. Oh, der nervt. Und doch einfach kalt. Er steht. Ja, warte, ich geh nochmal näher ran. Nimm El Toro und jag ihn rein. Da bleibt eh nichts heil. Siehst du noch? Ja, jetzt ist er wieder. So. Sag Bescheid. Ich bin gerade nicht, das ist das Problem. Ich will gerne mal wissen, wo der ist. Er steht an einem Hang. Halt, ich guck mal kurz, Moment. Okay, ich sehe ihn. Ich bin total ready. Von mir aus kann es losgehen. Okay. Ich wackel total. Warte, ich versuch. 3, 2. Ah, er bewegt sich wieder. Das ist ja wohl unglaublich. Jetzt habe ich den Arsch drauf. Ich schieße jetzt, ja? Das war daneben. Boah, interessiert er sich gar nicht für. Mist, der geht auf dich. Also ich müsste eigentlich zweimal getroffen haben. Ja, du hast ihn zweimal getroffen. Nee, das steht da unten, dass ich auf ihn geschossen habe. Das heißt nicht, dass ich getroffen habe. Ich habe den gesehen, wie der fällt. Ja? Ja. Meinst du, dass er hinten umgefallen ist? Ich meine, ich hätte gesehen, wie der fällt. Ja, gucken wir mal. Jetzt muss er erstmal durchs Wasser kommen. Scheiße, bevor ich geschossen habe, zieht er das Gewehr hoch, die Sau. Du darfst mit den Luftanhalten auch nicht zu lange warten, das hält nicht ewig an, also. Am besten ja, wir hätten früher schießen müssen. Ich hatte den voll gut drauf. Hast du gestanden oder in der Hocke gesessen? Ich war in der Hocke. Weil liegen ist immer noch am besten, deswegen sah ich immer näher ran und dann kann man sich irgendwo hinlegen und schön wegholzen. Aber egal, macht ja nichts, den kriegen wir schon. Ich sammle erstmal die Spuren ein. Er ist hier oben über den Hügel drüber gelaufen. Ah, der müsste an dem Hügel liegen, der ist noch nicht drüber. Nee? Ja, mal gucken. Oh, guck mal, hier hoch ist der Rand, wa? Irgendwo hier. Ach, Mist, falsche Taste. Ja, weiß wie du hörst 10, der interessiert uns nicht. Wo ist denn der blöde Elch, ja? Hast du ihn? Jo, hab ich. Ja, das ist immer nicht so einfach mit der Elche. Bitte sie zuschaut. Ach, da hinten liegt er, ich sehe ihn, Alter. Da hat's aber noch bis aufs andere Ufer geschafft, ey. Echt? Kann nicht sein. Ja. Ja, sollen wir laufen? Ah, Alter, der lebt noch. Schieß den mal von hier ab, ey. Lass mich. Ui, Körper, rechte Lunge, Magen, Eingeweide. Bisschen mal unten weg, ey. Bitte? Komm mal zu mir. Ja. Er ist übelst am Leiden da unten, der lebt noch. Ach, der steht da. Der liegt. Jetzt guckt er in unsere Richtung. Siehst du's? Nee, da unten steht doch noch einer. Wo denn? Da unten, am anderen Ufer. Bei mir steht der. Echt? Ja. Bei mir liegt der. Warte mal, wo bist du denn überhaupt? Hinter dir. Warte mal. Ah, warte doch mal, hab ich gesagt. Ich hab ihn doch. Okay, nicht, dass er weggerannt wäre. Aber das muss der gewesen sein von eben gerade. Das ist das Blut hier auch. Die Eingeweide, ey. Guck mal, was für Schüsse da gelandet sind. Das ist gut fürs Let's Play. Ja. Kannst auch sehen, wer wann wo geschossen hat und welchen Treffer gemacht hat und so weiter und so fort, ey. Oh, Manni, guter Schuss. Manni hat geschrieben. So. Hab's gerade jetzt erst gesehen, Manni, Guck mal hier. Und? Jetzt werden wir Zeit für die Twitch-App. Warst du das? Wie, was war ich? Ich höre die ganze Zeit so ein Elch schreien. Ich hab bestimmt so eine Dauerschleife drin, ich weiß nicht. Das hab ich vorhin auch gehabt, keine Ahnung. Okay, ja. So. Ich sehe den Elch auch komischerweise nicht mehr. Hast du schon ein Foto gemacht? Ich kann den nicht anloggen. Elch flüchtend, Elch ziehend.
Der lag doch eben noch hier. Ja, der liegt bei mir liegt der auch noch hier. Kannst du den nicht annehmen mit dem Fotoapparat? Mit dem Ding, was du in der Hand hast? Nee, da steht immer nur eine Spur. Bei mir auch. Hä? Lebt der noch? Kann das sein, dass es hier gerade irgendwie lebt ein bisschen noch rumbacken tut? Norge für Jagd, wenn man. Er hat noch gelebt. Ach, Alter, warum sehe ich denn nicht, ey? Da, Schuss auf Elch. Entschuldigung, wenn da was läuft, dann wird's erschossen. Ich krieg den nicht, ja. Siehst du, toll. Jetzt haben wir im Let's Play einen Bug. Na, sehr geil. Lebt der immer noch? Ja, das haben wir aber auch schon mal gehabt. Das hatte Bratze zusammen. Ich habe ihn gesehen, der lag vor mir und guckte mich an und lebte. Ich konnte ihn nicht abschießen, weil ich keine Lizenz hatte und Pratze hat den gar nicht erst gesehen. Und Pratze hat den dann irgendwo 20 Meter weiter im Wald liegen sehen, obwohl ich vor ihm stand. Hä? Hm? Das heißt, er ist vielleicht hier oben irgendwo. Es kann sein, dass er irgendwo anders liegt, als da, wo ihr ihn eigentlich seht. Ruhe, er kloppt dann irgendwo vor euch auf. Das ist schon scheiße, Alter. Das passiert durch Sinkfehler. Also bei mir liegt er hier. Wo hast du denn bei dir liegen sehen? Ja, auch da bei dir, aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich sehe nur die Spur da, aber der Elch ist nicht mehr zu sehen. Also sehr eigenartig. Also ich würde jetzt fast sagen, es gibt eh noch einen Brief vom Doc. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht hier Lust, blind rumzulaufen. Und also ich würde jetzt sagen, wir lassen ihn einfach liegen, oder? Komisch, wenn ich da drauf gucke, dann steht da noch Art, Elch, männlich. Ja, das hatte ich ja eben auch noch gehabt und jetzt ist er komischerweise weg. Ey. Also, ich verstehe nicht. Ja, liegt irgendwo anders. Das ist ein Synchronisierungsfehler. Ah, das ist ja kacke. Passiert. Hatte ich mit Pratze auch. Warte, die Frage ist nur, wo liegt der? Krieg ich ja nicht mal nur Weibchen vor die Flinte, ey. Ich doch auch. Die letzten zwei Maultierhirsche waren auch alles Weibchen. Nur mal kurz die Spur hier. Ich meine, hier ist ja auch Blut, wo jetzt ist. Bei mir brüllt er auch noch nicht. Arme Sau, ey. Hat gebrüllt? Wollen wir uns den holen, Knorke? Ja, verfolgt den mal. Ich gehe mal auf der anderen Ufer. Da muss ich auch die Schrot nehmen, ne? Ja, auf jeden Fall. Der soll aber ganz schön dicht sein. Ja, dann würde ich sagen, jagen wir einfach weiter. Ich mache die Aufnahme mal aus hier. Vorsichtshalber ein zweites Mal. Sind? Okay, dann würde ich sagen, wir gehen den Berg hier hoch und gehen dann da oben rüber auf die andere Seite. Aber habe ich dir schon das... Oh, warte mal. Ja, in die Richtung wollen wir auch. Ja, Paul, wieder ein Weibchen. Ja, natürlich. Och, gibt's doch nicht. Boah, wenn das die Stelle ist, die ich denke. Gut, das ist eh immer unterschiedlich, wie die Tiere rumlaufen. Also sie laufen nie gleich rum. Aber an der Stelle, weißt du noch, wo wir da sind? Wo gleich drei oder vier Elche rumgelaufen sind und der Schwarzbär, wo das alles voll war. Das war ein Schlachtfest. Tiere ohne Ende vor der Nase. Alter, da konntest du nicht mit dem Gewehr hinlegen, weil die Viecher rennen ja auch nicht so schnell. Bam, geschossen, bam, nochmal geschossen. Wenn der umgefallen ist, hast du gleich aufs nächste Tier gezielt, nächsten abgeschossen, ey. Da waren so viele Tiere, wir wussten gar nicht, auf was wir als erstes schießen wollten. Ey, das war der Hammer, ey. Aus der Richtung kam eben auch ein Elchruf, also gucken wir da mal. Alter, bei mir geht der Sound gerade voll ab, ey. Inwiefern? Ey, das ist Wahnsinn. Aber was ich dir noch sagen wollte, jetzt wo wir gerade hier auf der Fährte sind. Ich habe ja gerade von Klabusterbären gesprochen, ne? Ja. Aber das ist wirklich eine fiese Angel. Da, direkt vor uns. Weit vor uns? Nee. Aber ich glaube, ist ein Weibchen. Wo denn vor uns? Du musst sag mal. Ja, direkt. Wo ist das denn jetzt hin? Ich habe es doch irgendwo gesehen. Du guckst durch Fernglas und sagst direkt vor uns. Ja, weil wir gerade in die Richtung gehen. Ja, aber mit direkt vor uns meine, habe ich jetzt gedacht, du siehst, hier steht. Ach, da, warte, ich sehe es. Habe ich doch gesagt, ist aber ein Weibchen. Jo, warte. Ich habe den Bärenstopper rausgeholt, aber ich will nochmal schnell amüsieren. Das ja, Ding wir jetzt sag, mal testen. Sag Bescheid, ich habe den Bogen drauf. Ist die Aufnahme wieder an? Ja, Aufnahme ist an. Alles klar. So, meine lieben Damen und Herren, jetzt wollen wir mal den Bärenstopper testen an einem Elch. Ach, jetzt läuft er da runter. Bleib mal hier, Alter. Doofe Saudi. Ich mach ein Stück vor, ey. So, warte, der kommt ja jetzt eh auf uns zu. Ja, soll er doch. Selbst wenn er wegrennt, kriege ich den noch, ey. Er rennt wieder in die andere Richtung. Ja. Aber die Viecher sind echt. Also, so, ich mach jetzt mal, ja? Ja. Warte. Ja, der liegt, astrein. Was willst du denn da noch drauf schießen? Dreimal. Wolltest du gleich Gulasch machen? So, soll ich den scannen für die Aufnahme?
Du kannst den scannen für die Aufnahme, sehr gerne, habe ich kein Problem mit. Kannst du gerne tun. Wir können ja auch eine Aufnahme machen, oder? Ein Foto? Wobei, nee, es ist ein Weibchen. Also ja, ein Weibchen, lohnt sich nicht. Natürlich, aber du kannst mal sagen, wo der erste Treffer war, wo der zweite Treffer war. Da ist ja schon eine ordentliche Blutpfütze, Alter, die vor dir. Übel, ja. Bisschen ist gerade verschwunden. Ja, übrig vom Tier. Oh. Was haben wir denn hier für einen Treffer? Mal gucken. Junge Herz, Alter, ey. Und das meine ich, und die Viecher laufen immer noch weiter, ey. Also das ist unnormal. Der erste Treffer war schon Lunge Herz gewesen. So, warte, da hinten läuft noch was. Wisst ihr Bescheid, ne? Wo? Was? Direkt hinten im See drinne. Warte mal, ich will mal wenigstens durchs Visier gucken. Ah, das ist ein Weibchen, uninteressant. Uninteressant. Bevor ihr wollt, kommen die Störgeräusche. So, ich scanne mal den Hirsch. So, was haben wir denn da? Da haben wir Carnwolf, Hits, Körper, rechte Lunge, linke Lunge. Carnwolf, linkes Bein. Habe ich gar nicht getroffen? Ja, komm, beim Lungendurchschuss, dann wäre er sowieso liegen geblieben. Ja, das war der erste Treffer, oder? Ja, der erste Treffer war Körper, rechte Lunge, linke Lunge. Ja, dann läuft er vielleicht noch 10 Meter und dann bleibt er aber liegen. Der zweite Treffer war linkes Hinterbein und der dritte Treffer, der war gehacktes, war nämlich rechtes Hinterbein, Eingeweide, Leber und linke Lunge. Alter. Das war... Ja. Krass. So, sehr schön. Machen wir aber kein Foto, ne? Man nannte ihn auch den Schlechter von Red Feather Falls. Genau. Schlechter, ey. Oh, krass, ey. Haut auf jeden Fall rein, das Ding, würde ich mal sagen. So, ja, dann machen wir auf den Stopp hier. So, da sind wir wieder. Genau, wir haben das nächste Elchweibchen gefunden. Genau, ist zwar nur ein Weibchen, aber trotzdem, das ist ja erstmal Wurst. Da würde ich sagen, schleichen wir uns mal ran. In der Hocke, genau. Großen Neutralisierer haben wir ja. Ah, ja, direkt neben uns rechts. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja. Warte. Hast du? Ja. Wo hast du hingetroffen? Eigentlich direkt Brustkorb. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, ne, der ist im Still verschwunden, ich konnte nicht machen. Der ist auf einmal erst in einem Baum, Körper hast du getroffen, steht hier. Aber guck mal. Flüchtend. Körper. Ey, X-Roll ist er. Da liegt er, hier ist er. Da siehst du. Naja. Geht doch. Wie gesagt, ein paar Meter laufen die Mistviecher immer. So, was haben wir? Also, hey, guck mal, Körper, Leber, Magen. Ja. Lunge, Herz ist ein bisschen besser. Ja, ist okay. Jetzt weiß ich aber auch ungefähr, wo ich hinschießen muss. Da ist das Herz. Siehste. Anatomie gecheckt. Na, Errungenschaft dann freigeschaltet. Hey. Irgendwas habe ich freigeschaltet. So, ja, nächste Elchweibchen und jetzt gucken wir einfach mal weiter. Machen wir mal wieder Pause mit der Aufnahme und dann... So, wir schleichen uns gerade an einem Schwarzbären dran mit Schokofarben. Oh. Das wollte ich mal betont haben. Genau, der braune Schwarzbär. Genau. Quasi der braune Bär. So, ich habe ihn wieder drauf. Wie, du siehst ihn? Ich sehe ihn von hier aus. Ah, ich sehe ihn auch da hinten. Ja, auch da, aber der ist noch ein ganzes Stück entfernt, ey. Nehmen die große. Ach, neben uns war schon wieder irgendein Hirsch oder irgendwas. Denk dran, nimm den El Toro. Ich hab den El Toro in der Hand. Ja. Den Bärenstopper. Warte, ich will erstmal scannen hier, damit das schon mal erledigt ist. Weibchen. Also gibt keine Punkte? Nee. Trotzdem töten. Ja, ich habe ja den El Toro in der Hand, ey. Ich versuche den irgendwie von der Seite reinzukriegen. Auf hier oben auf die Anhöhe, ey. Kann man schön ins Blickfeld kriegen. Ich habe nämlich schon gesehen, da unten lang läuft. Ach, jetzt läuft da hinten wieder hoch, ey. Ja, aber ich glaube, ich kriege ihn rein. Also wenn du so weit bist, ich bin's. Huch. Hat irgendwie ein bisschen gebuggt, wa? Ja.
Sag Bescheid. Ich bin halt soweit. Ja, gleich hab ich ihn wieder weg. Lauter Schilfer. Diese Schilfwand ist vor mir, weißt du? Ja, ich sehe ihn. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ah, ich gehe mal hier oben auf den Stein, dann müsste ich ihn eigentlich reinkriegen. Auch. Ah. Er läuft. Nein. Doch. Was ist denn jetzt passiert? Jawohl. Hast du ihn gekriegt? Hab ich? Ich gehe von aus, dass du getroffen hast. Ich habe mit dem Revolver geschossen, ich weiß nicht, aber ich glaube, den hast du erwischt, ja. Ich glaube, der ist gefallen, wo du geschossen hast. Ich habe nur gesehen, dass der gerannt ist, dann habe ich die Knarre rausgeholt, wäre das Gewehr eigentlich besser gewesen, aber egal, dann habe ich geschossen, aber meiner ging glaube ich nicht rein, also ich glaube, den hast du erwischt. Oh, wir hatten da was geschrieben. Beer Dingo, suggestion, less colors in the environment are blue. They want to change your tracking color, it's easier to see blues. Okay, er sagt, blau ist einfacher zu sehen. Okay, werde ich mal ausprobieren. Zwei Sekunden. So, ja, du hast ihn nicht getroffen. Schuss Xodos, rechtes Hinterbein, Leber, rechte Lunge, Herz. Farbe der Spurmarkierung, blau, sagt er. Blau. Ach, guck mal, du kriegst ja trotzdem Punkte dafür. Score. Da, was hast du gemacht? Jetzt ist es gerade weg. CSS 43,9 und Trophäenwert 100. Wo hast du getroffen oder wer hat getroffen? Ich habe getroffen. Xodos, Distanz 92 Meter, rechtes Hinterbein, Leber, rechtes Lunge, Herz. Okay, sauber. Sehr schön. Guck mal, dann machen wir einen Trophy Shop. Komm mal her. Da bist du. Ja, komm mit. So, warte. Zack. So. Ja. Also so, ich tue mal so. Soll ich vielleicht ziehen oder eine Hocke und dann so hier oder so? Ich sehe gerade den Mauszeiger nicht da. Ne, da ist er so komisch im. So, hier nochmal so. Warum ist da noch den Bären, ja? Ja, ich missbrauche den gerade noch. Komm, Kopf. Oh, jetzt habe ich ihm Genick gebrochen. Aber das ist gar nicht so einfach hier. Warte. Ist nicht schlimm, der war schon tot. Sieht ganz schön krumm aus, das Vieh, als ob du den ganzen Knochen gebrochen hast. So, warte, so, jetzt. So wie ich haben. Ja, das sieht ja gut aus, ja. So, wie soll ich mich hinsetzen? Sag mal. Ja, ja, so neben mir, ja. Soll ich die Knarre ziehen oder soll ich wegstecken? Ja, aber guck mal in die Kamera hier, in die Richtung, wo ich gucke. So? Ja. Sehr schön. Wo ist denn hier? Trophy Shot, einfach Maustaste, ne? Mhm. Zack, annehmen. Hast du, ja? So, ja. Mal. Warte, ich will noch mit dem Handy irgendwie einen Screenshot machen. Mach das mal. Geht direkt an meine Freundin. Sehr geil. Die wieder denkt, du rennst sonst so rum. Ja, damit die weiß, wo ich Bären jage. So, sehr schön. Annehmen. Sehr so. Schön. Weg ist er. Sauber. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal hier weiter. So, Ladies and Gentlemen, natürlich bei unserem Glück wieder ein richtig gepflegtes Elchweibchen entdeckt. Ein ja. Miststück. So, das willst du es geben oder soll ich. Boah, nee, das Weibchen kannst du machen. Ich bin schon stolz auf den Bären. Los, aber ich komm rum und halt den Bogen mit. Oh. Genau. Ich will für ein Weibchen jetzt keine Munition verschwenden. Wo ist es denn? Ach, da vorne. Vorne. Läuft gerade ins Grüne rein. Ich guck nochmal, ob mein Großspray noch aktiv ist. Nee, es ist nicht mehr. Achso, siehst du, guck mal an. Ich will den jetzt schön mit der Knarre weghäusen. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich aber noch. Komm einfach zu mir. Ah. Siehst du? Ja. Warte mal, da. Bist du ready? Nee, der ist gerade hinterm Baum.
Jetzt. Ja? Komm, hau rein. Ah, jetzt geht der Bogen runter. Wo war denn dein Schuss? Der Bogen ging runter, du hast so lange gewartet. Bogen? Jetzt auch Ich wollte keine Munition mehr verschwenden für den weiblichen Elf. Ach so, okay, ich verstehe, stimmt. Na, wir gucken mal schnell. Lunge, Herz, das war aber. Der dürfte nicht weit gekommen sein. Vielleicht hätte ich mir den zweiten Schuss sparen können, ne? Lunge, Herz. Ich glaube, der scheint echt ordentlich reinzukrachen, der Revolver, ne? Lunge, Herz. Der liegt doch bestimmt hier vorne gleich irgendwo. Da vorne liegt er. Also der Bärenstopper ist ja mal echt böse, wa? Mhm. Hätte ich mir den zweiten Schuss echt sparen können, ne? Der reicht ganz böse, lecker. Denkt man gar nicht, ey. Also muss ich echt sagen, ey. Oh ja, ey. Überleg mal, mit was für einem Kaliber du schießt. Ah, klar. So, was haben wir denn? Körper, linke Lunge, Schulterblatt, rechte Lunge. Oha. Ja. Erster Schuss. Und der zweite? Ne, war nur ein Schuss. Achso, okay, dann habe ich den zweiten wahrscheinlich gar nicht getroffen. Also. Ja. Ah, jetzt muss man mal sagen, ist zwar jetzt, wir jagen zwar gerade kein Tier, aber wir müssen sagen, dass Team Bravo bis auf 2 Punkte an uns rangekommen ist. Mit einem. Nur das? Ja. Den Schwarzbären. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Schwarzbär ist. Das höchste CSS habe ich euch um 6 Punkte überholt. Zählt das Gesamtergebnis? Nee, nee, nee. Doch, das doch, beste doch. Tier gewinnt. So. Qualität über Quantität. Ja, wir vergeben mehrere Preise. Mal Knorke, wenn ich jetzt ein Männchen habe, echt Männchen, aber da mit dem Sniper-Eisen draufballer, kriege ich dann trotzdem noch Punkte? Ah, warte, ich hab da auch was. Ja, ein Schwarzbär, männlich. Der ist da drüben auf der Insel, wa? Ja. 170er. Der bewegt sich. Der kommt auf uns zu. Mhm. Ich sehe ihn nur nicht, weil der lauter Schilf ist. Auf Elch? Nein, auf Elch darfst du damit nicht schießen. Ich keine Punkte für. Nein, muss die Schrot nehmen. So, der kommt aber jetzt raus. Und der ist aber so weit weg. Nice. Er muss sich ranschleichen. Ja, direkt unempfindlich. Ich hab beim Visier, aber ich kann nur jetzt. Aber denk dran, du brauchst die Flinten aufkugeln, die schwarze Muni in der Schrot. Lackschelz, ja. Leg dich am besten hin, Klos. Ja, warte, ich brauche eine gute. Aber wenn ich jetzt. Komm zu mir, leg dich neben mich. Wo bist du denn? Ich bin du kannst hier im Liegen, kannst du auf den Bären zielen. Ja, kann ich da vorne auch. So. Da kommt er. Da kommt er, Mr. Petz. Mr. Petz, genau. Mr. Petz. So, hast du drauf? Oh, das ist ein Männchen. Ja. Ja. Bist du ready? Ja. Los. Oh, ich hab verzogen, ne? Oh. Ihr gönnt mir auch gar nichts, ne? Sehr fein. Alter, ich hab Kopfschuss gekriegt. Ja, ich hab genau auf den Kopf geschossen. Das darfst du nicht machen, ey. Das ist das Dümmste, das was du machen kannst, Alter. Abzug in der Wertung. Ja, der kam auf mich zu. Ich hatte nur den Kopf. Ja, aber dann schießt du ihm doch nicht durch den Kopf und außerdem ist er noch über 100 Meter entfernt. Guck dir mal, wo der liegt. Dann hättest du gewartet, bis er dich dreht. Kopfschießen, das ist hier. Das ist ganz schlecht, also. Ja, siehst du, hab ich schon wieder was gelernt. Zerstörst die Trophäe damit, weißt du? Scheiße, wie kommen wir jetzt da rüber? Wenn du da den Kopf zerfetzen tust, weißt du, dann bleibt von der Trophäe nicht mehr viel übrig. Verstehst du? Vielleicht habe ich auch den Hals getroffen. Aus meiner Entfernung habe ich den Kopfschuss gesehen, Alter. Sorry, aber ich habe genau gesehen, wie der ein dickes Fett. Ja, es tut mir leid jetzt, ist gut. Ja, ist ja nicht tragisch, ich sag halt nur, also der hat einen richtig dicken Kopfschuss. Ich habe die Aufnahme an, jetzt mach mich nicht so fertig. Nee, ich mach dich nicht fertig. Ich sag nur, dass der definitiv einen Kopfschuss hat. Dann müsste er irgendwie erstmal rankommen an den Bären. Flaming hart. Kommst du rüber? Ja, ich bin schon fast da. Warte mal. Aber der wird nicht eingesammelt. Jetzt muss ich festhalten für die Kamera. War der nicht hier irgendwo? Ja, ein bisschen weiter vorne. Ach, da liegt er ja. So, jetzt guck dir bitte mal das Loch zwischen den Augen an, Alter. Das ist eher störend.
Ja, mitten ins Hirn geschossen, Alter. Ja, ich hab den Schädel. Aber es ist schön. Genau. Ein schönes Exemplar. Und das ist die Stirne der also, Kopf. Nur um das nochmal gesagt zu haben, das ist kein Call of Duty. Ja, was kletterst du gerade in den Rhein oder was? Ich kletter nicht in den Rhein, ich setze mich genau davor, damit Sven, das hier ganz Kennst du die Star Wars Szene, wo der da den Wumper da aufschneidet und reinklettert? So sieht das aus, was du da gerade machst. So, ja, weil ich auf dem Stein bin, total schief oder was war? Ich scanne den mal eben. Wolf, weißt du noch unser Foto, wo ich mich auf den Elch gelegt habe? Ja, das ist auch geil. Das sah aus, als würde ich die gleiche Vögel. Ja. Alter, TSS 101. Ui, Respekt. Du hast aber, ey, hör mal, jetzt mal ganz ehrlich. Xodus, Hits, Körperschädel, Kahnwulf, Hits, Körperschädel gehören. Ja. Ja, gut, dass die Aufnahme läuft. Ja. Schön, dass wir das gesprochen haben. Wolf, man kann es leider nicht sehen, aber ich zeige gerade mit dem Finger drauf. Wiederhol das doch einfach nochmal. Lese es nochmal vor. Wir machen Schaden. Ja, das ist so, Verbindung gelohnt, verloren. Ey. Quit Game. Ja, gut. Aber das ist auch gut. Wir haben kurz nach 11. Ich habe voll den Kopf geschossen. Ja. Aber gut, ich muss dazu sagen, beim Schießen habe ich irgendwie mit der Hand gezittert und habe übelst verzogen. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Ja, ja, klar. Jetzt kommen die Ausreden. Ja, zum Glück kann man das im Livestream sehen, dass ich wirklich heftigst verzogen habe. Ja, da hast du noch keine Zuschauer. Das Ding ist halt nur, ich wollte Ihnen sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich dem auch mit in den Schädel geschossen habe. Also, naja, gut. Ja, gut, aber ja, wir haben kurz nach 11 jetzt, ne? Es war mir ein Fest und eine Ehre, mit euch gejagt zu haben. Leider haben wir das Endergebnis nicht mit drin. Kannst du davon noch einen Screenshot machen von dem F3? Dann füge ich das jetzt noch ein. Warte mal, F3 und dann drücke ich F12. Ja, hab einen Screenshot bei Steam gemacht. Schickst du mir, füge ich noch ein. Und dann würde ich sagen. Musst du mir nur mal sagen, wie ich dir schicken soll? Ja, weiß ich nicht, über Skype oder was? Oder? Ich habe keinen Skype. Dann über Facebook. Können wir das dann morgen bei. Können wir das dann irgendwie bei im TS hochladen dann irgendwie mal oder so? Ja, ich weiß. Also, ja, wir machen jetzt erstmal Schluss hier. So. Ja. Vielen Dank an euch. Ja, bitte, bitte. Und dann Thema. Und das nächste Mal kommt, weiß ich nicht, machen wir Entenjagd oder so was. Entenjagd, genau. Sitzen wir dazu. Zu dritt oder zu viert drin. Genau, ein bisschen Abwechslung rein. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Genau. Ciao. Tschüss.